Hypnose funktioniert in so vielen Bereichen. Und ich könnte euch noch hunderte Beispiele nennen zu den Themen Selbstwert, Sex, Erfolg, Psychosomatik und, und. Ein Hypnosetherapeut ist wie ein Tourguide, der dir hilft, deine Ressourcen zu finden, zu aktivieren und dort einzubringen, wo sie benötigt werden. Die Arbeit im Unterbewusstsein bringt die Veränderung außen. Veränderung kann ganz schön schnell gehen, nicht wahr? Mit 4 Jahren stehe ich neu angekommen im Kindergarten in der Spielecke und alle lachen mich aus. Ich habe mir vor Aufregung in die Hose gepinkelt. Ich so, Veränderung kann ganz schön schnell gehen. Mit 5 Jahren versuche ich auf einer steilen Treppe unsere Katze zu fangen. Erst ist die Katze schneller und dann ich. Die Narbe von der Aktion trage ich heute noch mit mir rum. Veränderung kann ganz schön schnell gehen. Mit 18 Jahren stehe ich in einem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, im Wohnzimmer und meine Eltern teilen mir mit, dass sie sich trennen werden. Veränderung kann ganz schön schnell gehen. Und manchmal, da reicht ein Satz, der unser Leben auf den Kopf stellt. Ich liebe dich nicht mehr. Sie sind fristlos entlassen. Wenn wir aber darüber nachdenken, unser Leben zu verändern, wenn es darum geht, uns nach vorne zu entwickeln, wenn es darum geht, etwas Positives gestalten zu wollen, wenn es um unsere Ängste, Laster und Blockaden geht, ja, dann haben wir nicht dieses Bewusstsein, das kann jetzt schnell gehen. Dann sagen uns alle, das dauert ewig. Und ich glaube, dass hier und zu Hause so viele sitzen, die auf der Suche nach Veränderung sind. Und vielleicht hast du schon so viel gemacht und bist voll beladen mit Tools und Wissen, aber so den richtigen Durchbruch, den hattest du noch nicht. Die Probleme, mit denen wir in uns zu kämpfen haben, das sind keine bewussten Probleme, sonst hätten wir diese ja schon bewusst lösen können, nicht wahr? Der Hauptgrund, warum Veränderung häufig scheitert, ist, dass wir ständig versuchen, unterbewusste Probleme bewusst zu lösen. Und ja, dann dauert Veränderung natürlich lange. Warum das so ist und welche Lösungen es gibt, um Veränderung schnell und leicht ins Unterbewusstsein zu bringen, davon erzähle ich in den nächsten Minuten, sodass du hier und heute rausgehen kannst mit dem Wissen, wie du an deinem inneren Türsteher vorbeikommst. Mein Name ist Bernhard Thewes und ich habe mich früher selbst mit Veränderung richtig schwer getan. Ich habe in meinem Umfeld die talentiertesten Menschen gesehen, wie die mit angezogener Handbremse durchs Leben liefen und wirklich vorankamen. Mein großer Wunsch war es, etwas zu finden, das effektiv und auf den Punkt in unserer schnelllebigen Zeit nachhaltig wirkt. Deshalb arbeite ich seit dem Jahr 2013 als Hypnosetherapeut und darf Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und Herausforderungen begegnen. Dafür führe ich meine Klienten in eine angenehme Trance, bringe dann neue Gedanken und Verhaltensvorschläge ein, löse die Ursachen hinter dem Thema auf, sodass diese häufig eine sehr schnelle und positive Veränderung im Außen erleben. Und damit auch alle auf dem gleichen Stand sind, Hypnose ist wissenschaftlich anerkannt und etwas ganz Natürliches. Es ist kein Schlaf, sondern eher zu vergleichen mit dem Gefühl kurz vorm Aufstehen oder Einschlafen. Man bekommt alles mit und erinnert sich an das Gesagte. Meine Definition von Hypnose ist konzentrierte Entspannung, die sich wunderbar anfühlt. Zu mir kommen Menschen aus allen möglichen Berufsgruppen. Angestellte, Unternehmer, Führungskräfte, Personen des öffentlichen Lebens und manchmal, ja, da kommt auch so ein Rockstar vorbei. So wie neulich. Tätowiert, charismatisch und eher von dem Kaliber, ich diskutiere nicht, ich erkläre dir nur, warum ich recht habe, setzt sich in meiner Praxis in Berlin in den Schaukelstuhl, schaukelt so vor sich hin, guckt sich die afrikanische Kunst an, die bei mir so rumsteht und irgendwann fragt er skeptisch, Bernhard, was ist eigentlich Suggestion? Und dann mache ich mit ihm die kleine Übung, die ich auch euch mitgebracht habe und ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen. Dafür setz dich mal aufrecht hin, stell deine Beine stabil nebeneinander auf den Boden. Genau. Jetzt nimm deine dominante Hand
bei mir ist das rechts, und drücke mit dieser auf das Knie der gleichen Seite. Und zwar so fest, dass es dir unmöglich wäre, dein Knie anzuheben. Richtig fest, fester und fester. Drücke richtig fest, richtig stark, richtig fest, sodass es dir unmöglich ist, dein Knie anzuheben. Noch fester, genau. Und wenn du dir sicher bist, dass du dein Bein so fest nach unten drückst, dass du es gar nicht mehr anheben könntest, test und überzeuge dich. Und einmal Handzeichen mit der anderen Hand, bitte, wer es nicht schafft, sein Bein anzuheben. Einmal Handzeichen, bitte. Dankeschön, das sind fast alle. Sehr gut. Und drücke weiter. Und während du drückst, sage ich dir, dass es völliger Quatsch ist, denn dein Bein ist immer stärker als dein Arm. Und mit diesem Wissen drücke einmal deinen Arm mit dem Bein nach oben und einmal Handzeichen mit der anderen Hand wieder, wer schafft, jetzt sein Bein anzuheben. Super. Und drücke nun wieder nach unten. Drücke weiter. Drücke wieder nach unten. Zwar so fest, dass dir absolut unmöglich wäre, dein Bein anzuheben. So wie es eben gemacht hast. Noch fester, noch fester, noch fester, noch fester. Genau. Und wenn du dir dann wieder sicher bist, dass du es nicht schaffst, dein Bein anzuheben, teste wieder und überzeuge dich in einem Handzeichen, bitte, wer es nicht schafft, wieder sein Bein anzuheben. Das sind auch wieder eine ganze Menge. Dankeschön. Entspannt euch. Vielen Dank. So hat der Rockstar auch geguckt. Also ich so, hä? Ich so, ja. Suggestion ist die Beeinflussung des Denkens, Handelns, Fühlens oder Wollens eines Menschen unter Umgehung seiner rationalen Persönlichkeitsanteile. Und genau das nutzen wir hier, um deine Ziele zu erreichen. Wie kann ich dir helfen? Und auf einmal waren seine Hände offen, die Lederjacke ausgezogen und auch das innere Schloss am Herz, das geht irgendwie auf. Und ich blicke in zwei tief traurige Augen. Und er schaut mich an und sagt, Bernhard, kann ich offen reden? Und das sind die Momente, über die ich mich ganz besonders freue, denn Veränderung hat eine wichtige Voraussetzung, dass wir uns öffnen. Und er beginnt zu schlucken und sagt, Bernhard, es hört sich vielleicht komplett bescheuert an und es passt auch überhaupt nicht zu meinem Image. Aber tief in mir drin und schon so lange habe ich Angst vor Frauen. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, sowas von einem so berühmten Menschen zu hören. Mich wundert das aber überhaupt nicht. Ich höre sowas öfter. Denn so viele Menschen laufen mit so tiefen Blockaden durchs Leben und kommen nicht frei. Aber ich habe mich gefreut, denn ich wusste, dass ich ihn unterstützen kann und sage, vielen Dank für deine Offenheit. Diese Bewertung, Angst vor Frauen zu haben, die findet im Unterbewusstsein statt. Und dieses Programm, das können wir verändern. Schön, dass du da bist. Veränderung ist nichts anderes als unterbewusstes Lernen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Hirnforschung ist, zum Thema Lernen, die Emotion. Wir lernen wesentlich leichter, wenn wir dabei Freude haben. Das gilt übrigens auch für heute Abend. Ist das klar? Geht doch. Wunderbar. Dafür ist es wichtig, unser Gehirn zu verstehen. Hier gibt es das sogenannte limbische System. Vielleicht schon mal gehört. Teil des Unterbewusstseins. Dieses wird auch das Fühlhirn genannt. Dieses filtert Informationen und belegt es mit Gefühlen, bevor sie abgespeichert werden. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unsere Emotionen mit an Bord holen, wenn es um Veränderung geht. Dafür möchte ich euch gerne zu einem kleinen Experiment einladen. Frage: Wer von euch glaubt, dass das Wort Veränderung für die meisten Menschen negativ behaftet ist, besonders in Deutschland? Einmal Handzeichen bitte. Dankeschön, das sind die meisten. Wer von euch glaubt, dass man etwas anders machen muss, um etwas zu verändern? Einmal Handzeichen bitte. Das sind alle. Okay, gut. Fangen wir genau jetzt damit an. Wenn auch du Lust hast, das Wort Veränderung positiv zu verknüpfen, dann bist du herzlich eingeladen, mitzumachen. Damit wir über das limbische System reinkommen, machen wir ein kleines Spielchen. Immer wenn ich schnipse, dann ruft ihr danach laut, oh yeah, alles klar? Veränderung! Oh yeah! Veränderung! Oh yeah! Veränderung! Oh yeah! Ihr seid ja der Wahnsinn, großartig, dankeschön. Wollt ihr mehr wissen über schnelle Veränderung? Oh yeah. Na gut, wie ihr wollt. Ich liebe ja einfach Hypnose und hatte mir überlegt, wie mache ich dieses tolle Tool möglichst vielen zugänglich? Und was wäre, wenn jeder seine Hypnose in der Hosentasche hätte? Und was wäre, wenn man sich damit seine eigenen Audiosuggestionen so zusammenstellen könnte, wie man es gerade braucht?
Aus dieser Idee ist die Hypnobox-App entstanden, mit der nun weltweit Menschen davon profitieren, dass Veränderung manchmal doch etwas schneller gehen darf. Großartig. Hypnose mit einer App, kann das überhaupt funktionieren? Ja, dazu habe ich eine wissenschaftliche Studie machen lassen. Für meine Arbeit erhalte ich im Jahr 2019 einen Innovation Award, sodass die Bild auf mich zukommt und nach einem Interview fragt. Nach einer Woche lese ich das hier. Selbsthypnose hat mein Leben gerettet. Ich so, Moment, das habe ich doch so gar nicht gesagt. Aber gemeint. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich ohne Hypnose nicht mehr hier stehen würde. Und damit meine ich nicht auf dieser Bühne, sondern auf diesem Planeten. Wer von euch hat schon mal versucht, etwas zu verändern, das aber irgendwie nicht hinbekommen? Einmal Handzeichen bitte. Ja, das sind eigentlich alle. Und so ging es mir auch. Und wie vielleicht der ein oder andere von euch, war ich Hypnose gegenüber eher skeptisch eingestellt und hatte auch gar nicht viel mit Hypnose am Hut. Ich war seinerzeit Senior Event Manager im Museum eines großen deutschen Autobauers und raste geradezu in einen Burnout. Depression, Schlafstörung, Panikattacken, ich rauchte wie ein Schlot und hatte am Ende sogar Selbstmordgedanken. An sich hatte ich ein gutes Leben, aber es gab da einen Gedanken, der sich wie so ein Virus in meinem Kopf festgesetzt hatte. Und das war die Frage, bist du überhaupt glücklich mit dem, was du tust? Und wenn du über Monate alles schön spielst, es dich innerlich aber auffrisst und du dir keine Hilfe suchst, ja, dann hörst du irgendwann auf, in Farbe zu sehen. Dann beginnst du zu viel zu trinken, zu rauchen und irgendwann war ich so weit unten, dass ich mir die Frage stellte, beendet man das jetzt hier oder änderst du was? In dieser Zeit stehe ich eines Morgens vorm Spiegel im Badezimmer und will mir die Zähne putzen. Ich nehme meine Zahnbürste, stecke sie in den Mund und bekomme sofort einen Wirkreiz. Und das ab diesem Tag, jeden verdammten Morgen, als absolutes Ergebnis meiner emotionalen Talfahrt. Diagnose: chronische Magenschleimhautentzündung, alles gereizt. Ich war also ganz weit unten, mein System schrie, Bernhard, mach etwas anderes. Ist okay, was kannst du denn jetzt anders machen? Hörst du erstmal auf zu rauchen, das kriegst du ja wohl mit Willenskraft hin. So, genau. Ich hab dann insgesamt 5-mal mit dem Rauchen aufgehört und jedes Mal wegen einer Sache wieder angefangen. Beziehungsstress. Aber das wird eine ganz eigene Keynote. Es gibt ja so zwei Lager. Die einen, die sagen, alles Zufall. Und die anderen, die sagen, Zufälle gibt es nicht. Und es würde mich mal interessieren, wie das hier so verteilt ist. Wer von euch sagt, alles Zufall? Einmal Handzeichen bitte. Ja, das sind nicht so viele. Wer von euch sagt, Zufälle gibt es nicht? Einmal Handzeichen bitte. Das sind in der Tat die meisten. Wer ist unentschlossen? Einmal Handzeichen bitte. Auch okay. Das sind auch einige. Ich sage, es fällt einem zu, was fällig ist. Und wie es der Zufall bei mir so wollte, zieht ein Hypnosetherapeut in mein Haus und wir kommen ins Gespräch. Und er sagt zu mir, Hypnose ist das schnellste Veränderungstool, was es gibt auf diesem Planeten. Ich so, großartig, die schickt der Himmel, ich habe da so ein paar Themen. Aber was mich brennend interessierte, warum schaffe ich es nicht mit dem Rauchen aufzuhören? Und dafür ist es wichtig zu verstehen, hinter allem, was unser Unterbewusstsein tut, gibt es eine positive Intention. Auch wenn es paradox klingt, wenn du Rauchbedürfnis hast, möchtest du dich entspannen. Wenn du Angst hast, dann ist das ein wichtiger Schutzmechanismus. Wir treffen am Tag ca. 20.000 Entscheidungen. Davon sind nur 2-5% bewusste Entscheidungen und vom Rest wirst du getroffen. Und das hat einen guten Grund. Wir sparen Energie. Wenn dein System Entscheidungen im Unterbewusstsein automatisiert, dann spart das in erster Linie Energie. Die Großhirnrinde, die an bewussten Entscheidungen beteiligt ist, die verbraucht richtig viel Energie, weil wir ständig Pro und Contra abwägen müssten. Es entstehen deshalb unterbewusste Programme. Die meisten sind hilfreich, andere wiederum nicht. Wenn Unterbewusstsein und Bewusstsein nicht zusammenarbeiten, dann entsteht ein Konflikt. In der Hypnosetherapie geht es darum, diesen Konflikt aufzulösen, sodass Unterbewusstsein und Bewusstsein wieder als Team zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen. Aber wie funktioniert das genau? Stell dir vor, dass dein Unterbewusstsein von einem Türsteher geschützt wird.
Diesen nennt man im Fachjargon auch kritischer Faktor und ist eine Instanz im Unterbewusstsein. Dieser Türsteher fungiert wie eine Art Firewall und beschützt die unterbewussten Programme vor Veränderung, die hilfreichen wie die blockierenden. In der hypnotischen Trance tritt dieser Türsteher zur Seite, sodass wir neue Gedanken und Verhaltensvorschläge, Suggestionen einbringen können. Wir können Emotionen und Erlebnisse neu miteinander verknüpfen. Wir können alte Glaubenssätze löschen, neue installieren, Ursachen finden, bearbeiten, loslassen, was auch immer nötig ist. Das ist der Kern von Hypnose und warum sie funktioniert. Ich nenne es das Türsteherprinzip. Du kommst hier nicht rein. Mit Hypnose tritt ein. Übrigens, wer lernt schneller? Kinder oder Erwachsene? Kinder. Na, ist klar, Kinder. Wenn man sich die Gehirnwellen in der Hypnose anschaut, dann hat man dort vor allem Theta-Wellen. Das sind die Gehirnwellen, mit denen ein Sechsjähriger sowieso den ganzen Tag rumläuft. Man kann also sagen, man versetzt sich durch die Hypnose wieder in den lernfähigen Zustand eines Kindes. Und so lief es auch bei mir. Nach nur einer Sitzung hatte mein Unterbewusstsein verstanden, dass das Rauchen nicht mehr das gewünschte Verhalten ist. Seitdem habe ich nie wieder das Bedürfnis gehabt, eine Zigarette zu rauchen. Und dann habe ich mir meine anderen Themen angeschaut, die genauso nachhaltig auflösen können und dachte, wie cool ist das denn? Ich will Hypnose lernen, die Menschen da draußen unterstützen. Und ich sage immer, ich bin die Lebensmetapher, dass das, was ich mache, auch wirklich funktioniert. Beim Rockstar haben wir mit der Ursache hinter dem Thema gearbeitet. Denn manchmal, da reicht ein Moment im Menschen eines Lebens, um eine lebenslange Phobie oder ein Programm wie ich habe Angst vor Frauen auszulösen. Herausgekommen dabei ist, dass er im Kindergarten von zwei Mädchen gehänselt wurde. Dieses Erlebnis, welchem er sich gar nicht mehr bewusst war, konnten wir erfolgreich bearbeiten, sodass sich die unterbewusste Bewertung von Frauen veränderte. Mittlerweile ist er in einer glücklichen Beziehung. Großartige Veränderung? Findet er übrigens auch. Dankeschön. Das ist Jens rechter Arm. Jens leidet seit seiner frühen Kindheit unter starker Neurodermitis. Er muss fast täglich Cortison schlucken. So sehr juckt der ganze Körper den Leidensdruck, den kann man sich nur entfernt vorstellen. Und ich habe ja schon viel gesehen, aber das hat selbst mich fast von meinem Therapeutenstuhl gehauen. Denn nach einer Sitzung, in der es vor allem um emotionales Loslassen ging, sieht die Rötung des gleichen Armes nur noch so aus. Sarah Peters. Ich darf ihren Namen sagen, denn sie hat über unsere Arbeit das Buch geschrieben, Das Außen bleibt draußen. Sarah hat 4 Jahre lang nicht das Haus verlassen. Sozialphobie. In nur 5 Sitzungen lösen wir diese Angst auf. Und jetzt haltet euch fest, denn danach gibt sie ein Live-Interview im Frühstücksfernsehen von Millionen von Menschen über ihre Geschichte, obwohl sie vorher unfassbare Angst hatte, was andere über sie denken mögen. Heute darf ich sie als Mentor begleiten, denn sie hilft nun selbst vielen Menschen als erfolgreiche Hypnosetherapeutin aus ihrer Angst. Und jetzt sag ich mal, oh yeah. Und ihr merkt, Hypnose funktioniert in so vielen Bereichen. Und ich könnte euch noch 100 Beispiele nennen zu den Themen Selbstwert, Sex, Erfolg, Psychosomatik und. Natürlich ist Hypnose kein Allheilmittel. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem Tool deine Ziele schneller und effektiver erreichst, ist deutlich höher als mit anderen Methoden. Ein Hypnosetherapeut ist wie ein Tourguide, der dir hilft, deine Ressourcen zu finden, zu aktivieren und dort einzubringen, wo sie benötigt werden. Fazit: Die Arbeit im Unterbewusstsein bringt die Veränderung außen. Und jetzt fragst du dich vielleicht immer noch, ja, was ist denn nun stärker, Arm oder Bein und bin ich überhaupt hypnotisierbar? Ich kann dir aber versichern, wenn du geistig gesund bist, bist du höchstwahrscheinlich hypnotisierbar. Meine Erfahrung nach mehreren tausend Sitzungen sagt aber auch, dass es weniger auf deine Hypnotisierbarkeit ankommt, sondern viel mehr auf deine innere Einstellung, etwas zu verändern und wie gut das Vertrauen zwischen uns ist. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass man sich die richtige Person sucht. Wenn du also verstehst, wie unterbewusste Programme dir das Leben erleichtern oder
auch erschweren. Wenn du genau darauf Einfluss haben willst, dann beschäftige dich mit Hypnose und mit Selbsthypnose. Dann lass deinen inneren Türsteher zur Seite treten. Die Blase, in der wir uns allzu häufig befinden, das ist die Angst, das Rauchen, die limitierenden Glaubenssätze. Wenn diese Blase aber erst einmal platzt, dann arbeiten Unterbewusstsein und Bewusstsein wieder als Team zusammen. Dann sind wir wirklich frei. Denn Veränderung kann schnell und leicht sein.